Moin moin liebe Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Gamercoat. I'm back, zumindest fürs Erste, und begrüße euch ganz herzlich zu dem neuen Video. Ja, ihr seht mich mal nicht direkt zu einem Ingame oder was auch immer, sondern hinter einem richtig schönen grünen Wall, wenn man es so nennen mag, denn, oh mein Gott, ich habe mir einen neuen Greenscreen bestellt, nämlich den Elgato Greenscreen XL. Der wird jetzt hier von ein paar Lampen beleuchtet und das ist ein richtig wildes Teil. Weil das ist einfach auf dem Boden, wie so eine Leinwand, mehr oder weniger, der einfach auf dem Boden ist. Und da kann man die von unten so hochziehen. Ja, so, tsch. Und das ist richtig cool. Ich meine, ich kann ja das einfach mal runterklappen. Da könnte man sehen, wie es ohne Greenscreen aussieht. Das probieren wir jetzt einfach mal ganz geschwind. Da kann ich das auch mal demonstrieren, wie das Ding funktioniert. Wartet mal. Ja, jetzt habt ihr. Gut, ich glaube, gehört hat man wirklich gerade einfach gar nichts von mir. Aber man hat es gesehen in der Praxis, wie das mit dem Greenscreen funktioniert. Und ich finde das richtig cool. Und ich finde, das wirkt auch einfach nochmal viel professioneller, weil es einen richtigen Grünton ist und alles. Einzig, was ein bisschen anfuchst, man merkt das hier vielleicht. Wir haben eine Schattenbildung da. Ich habe zwar ein paar Keylights und das Ganze beleuchtet, aber funktioniert auch nicht ganz top. Liegt aber auch daran, dass es relativ nah an dem Greenscreen dran sitzt. Der ist vielleicht nicht mal einen halben Meter weg. Aus Platzgründen. Das ist ein bisschen blöde. Da muss ich mir noch was überlegen, weil das macht das Ganze irgendwie einfach nicht perfekt so. Da bin ich noch ein bisschen an dran fuchsen, aber ansonsten funktioniert's. Wenn wir jetzt auch mal nach Ewigkeit mal wieder in Animal Crossing reingehen, werdet ihr sehen, dass das Ganze ganz cool aussieht und das. Machen wir jetzt einfach mal auch ein Tomb Raider Live, meine ich natürlich. Nicht Animal Crossing, sorry, dass ich gerade Animal Crossing gesagt habe. Ja, machen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Let's go. So, ich muss hier die Facecam vielleicht noch ein bisschen anpassen. Da gilt einem sorry, falls das noch nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Ich arbeite dran. So, inzwischen haben wir so einen Winter, liebe Leute. Oh mein Gott, ich war schon so lange nicht mehr drin. In Tomb Raider Live, ich glaube, das letzte Mal war es wirklich noch Sommer und wir hatten Grillpartys. Das sind die letzte Party, die ich mich noch erinnere. Sorry, dass so lange nichts kam. War besser spät als nie. Fangen wir mal an mit dem ersten Ereignis, mit dem wichtigsten, nämlich das beim Spenden sammeln. Und währenddessen kommen wir ein bisschen wieder reinkommen hier. Back to the business, back to Tomb Raider Live. Also, es ist noch nicht ganz so optimal hier mit meinem Screenscreen, mit meiner Kamera, weil es deshalb so schräg sitzt, um richtig in die Kamera reinzuschauen. Da muss ich auch mal schauen, ob es dabei bleibt oder nicht. Und mein Forza-Bildschirm von 3DS nimmt sich ein bisschen rechts hier. Mein normaler Bildschirm, auf den ich sorge, ist direkt geradeaus. Das passt, aber der ein bisschen rechts, deswegen muss man es ein bisschen nach rechts schauen. Ja, also es ist doch nicht alles final perfekt, aber es ist okay, es ist gut. Und ich bin mir sicher, dass wir der Greenscreen groß Nutzen haben wird und dass das einfach sehr sinnvoll sein wird. Ich will auch sehen fallen, das sage ich nicht, aber nicht ohne Scherz. Wenn man Gaming-Setup sucht, wie es ist, ist es noch nicht fertig. Aber wenn es dann ein paar Monaten fertig ist, will ich auf jeden Fall eine Roomtour machen. Das weiß. Weil ich habe ein paar wilde Sachen unbedingt zeigen will. Also so auch Erinnerungen von Gamescom, verschiedenen anderen Sachen, die ich euch einfach zeigen möchte. So, wir haben es fertig, 165 Euro, perfekt. Und ja, das wird es einfach bald geben. So, ich glaube, ein bisschen in die Richtung. So, jetzt habe ich den Eindruck, dass es funzt. Sehr gut. So. Also. An Turm ist gerade eine Person unterwegs. Hauen wir da mal das Erste hin. Und die zoomen einfach mal. Oder doch? Nee. Doch, mit Rest kann man zoomen. Moin.
Die Kröte ist hier und winkt zurück, als es mein gesagt hat. Das sieht man mal, die ist halt am Turm. Ist ja, was, 0:03 ist das schon. Ganz und spät unterwegs, die Kröte hier. Stopp, ich wollte eigentlich jetzt nicht speichern, weil ich nur versehentlich drauf gekommen. Ich wollte nämlich eigentlich auf Besuchen gehen und bin dann kurzerhand rechts einfach auf Speichern gekommen. So, ein Cookie gönnt sich um 0:30 ein Kuchen. Nee, das ist Bombi. Oh, peinlich. Man kann es gar nicht erkennen mit einem Stroh. Ich glaube, das ist Cookie. Wer kann es nicht um 0:30 sich ein Kuchen gönnen? Würde zumindest der Cookie irgendwie passen. Ist ja quasi dasselbe Kuchen und Cookie, ne? Wer kann es nicht um 0:30 geht oder 0 Uhr? Geht es auch erstmal raus und gönnt mir ein Cookie. Okay. Ich sehe es schon. So, jetzt haben wir nochmal, wie es mein Apartment geht. Ein paar schlafen, denke ich mal, so um die Uhrzeit. Macht es ja nur Sinn. Pigman schläft zum Beispiel, so ein Gamer schläft, sehen wir alle, welche Frühschlafer sind. Und Liron. Also ich bin in Real Life auch ein Frühschlafer. Ich gehe nämlich persönlich immer recht früh ins Bett. Fangen wir mal mit mir an. Oh, ich habe noch Halloween-Deko, die muss ich dringend mal austauschen. Dann habe ich Halloween doch nochmal gespielt irgendwann. Also ich bin so ein, so eine Person. Ja, einen ganzen Monat. Ich bin sorry. Ich bin so eine Person, ich stehe immer früh auf, also wirklich früh, so 4, 5 Uhr ist so das Aim, was ich morgens aufstehen müsste. Da freue ich mich aber. Ja, dementsprechend muss halt auch früh ins Bett gehen, Sven, weil ich halt schon so 7 Stunden Schlaf brauche, um so funktionieren, ne? So, machen wir keine Einrichtung, wir geben ein Objekt. Haben wir dann natürlich noch nicht. Laptop ist ganz, ganz wichtig. Braucht man für so gut wie alles. Ich hätte das gar nicht mal untertrieben. Laptop ist wirklich sau wichtig. So, würde aber ganz gerne mal die Einrichtung ändern. Und zwar in allen, die wir noch hatten. Standard. Nee. Boah, Disco war ganz wild. Die nehme ich. Weil das ist so die andere Seite für mich. Auf der anderen Seite, ich habe so Bock, auch mal zum Wochenende rauszugehen, länger wach zu bleiben. Party, Disco und sowas. Ist irgendwie so ein bisschen aus beiden. So, da tue ich auch ein Glas arbeiten hier. Perfekt. So, jetzt haben wir nochmal so Spongy und Sophie. Ich wollte es nur so Spongy sagen. Das ist auch eine sehr interessante Mischung. Wir haben uns so den ganzen Monat nicht gesehen. Ihr braucht mir nicht alles sagen, dass sie mich einen Monat nicht gesehen haben. Ich habe es verstanden. I'm sorry. I'm really sorry. So, was Neues im Anziehen möchtest du? Ei, das bekommen wir hin. Wir geben jetzt einfach ein zündes Rugby-Shirt. Das hast du hoffentlich auch noch nicht. Sonst haben wir irgendwas anderes Problem. Hat er das nicht schon? Egal, ich aber Wurst, ich finde es ziemlich gut und das passt. Das ist die Hauptsache. So, du hast auch einen neuen Level, du hast noch keine View, sehe ich gerade, dann gibst du dich eine View. Also das Lieder mussten wir auch nicht jedes Mal machen, wenn. Die View war nämlich eine echt coole Konsole, die wird heutzutage nicht mal viel wertgesetzt. Viele sagen, View ist blöde, Orginet. Aber View ist eigentlich tatsächlich ganz cool, also ich mag die View. Ich bin froh, dass ich die Wii U hab. Immer es, noch, ich ne? Meinen Kopf gebrauchen muss. Ja, ich mag, ja, ich auch so, ne? Wenn es so hier vom Matt oder sowas sitzt, dann finde ich mich selbst intelligent, wenn ich random auf die Lösung komme. So, wenn das irgendwie Sinn macht, aber komme ich mir selbst intelligent vor. Das Ebenbild von David. Ja, so jetzt aus. Das Ebenbild von David, ja, du stark da, ne? Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Yestria. Ja, das. Was hältst du von ihr und mir? Von ihr und mir, ja, ich sag mal alles super hier. Wenn wir ein bisschen hier holzhaften Pussen hier. Irgendwie ein Artig. Nicht ganz sinnvoll. Aber nochmal. David hat mir einen Film empfohlen, aber er war so langweilig. Oh, da habe ich für einen langweiligen Film empfohlen. Ja, das ist blöd. Also ich weiß nicht, wie sowas passieren könnte in Real Life. Bin ich ja die Person, die alle Filme langweilig finde. Zumindest penne ich abends immer einfach Filme. Liegt da vielleicht auch daran, dass ich müde bin. Ist ja auch wurscht. Ihr seht es, hier ist um 0:07 noch sehr viel los auf Tomodachi Live. Die Hälfte pennt schon, die andere Hälfte ist noch wach und angepisst, dass ich im Monat nicht da war. Aber hey, ich bin wieder da, das ist die Hauptsache. Und ich möchte probieren, das auch mal wieder hin und wieder Livestream. Ich habe eigentlich voll Bock auf die Interaktion mit uns allen und Games zu sorgen. Das Problem ist nur, wie gesagt, ich bin derzeit in der letzten Klasse von meiner Schule, FOS, Abschlussklasse, Abitur, das brezelt schon ganz schön. Ey, da muss ich dann wirklich leider sehr, sehr, sehr viel Zeit reinstecken, um irgendwas zu reißen. Deswegen ist leider nicht für YouTube, das wird jetzt auch bis mein Abitur so ein bisschen nicht ändern. Ich hoffe, dass da wird, weil jetzt anfangen zu Grundschullehramt zu studieren. Ich will es hoffen, wir werden es sehen. Aber den Mittwoch, den merken wir uns jetzt mal wirklich vor.
mit Splatoon und Minecraft. Bad ist wieder sauer, dass es ein bisschen mehr Regulation reinbringen. Es geht sogar so weit, dass es sagen wird. Es ist sogar 3 Stunden streamen, dass dies einmal in der Woche ist, wo es wirklich ist, über mehrere Stunden streamen. Wo es dann Splatoon 3, Minecraft und wieder mit einem wilden Projekt anfangen, was Corona-Zeit erst weit verbreitet und voll cool wäre. Und ich es schade finde, dass das Game gestorben ist. Es will es aber wieder beleben, nämlich Animal Crossing. Und da habe ich zuerst überlegt, ob es mit Animal Crossing nie lief, weil ich hatte eigentlich voll Bock drauf, da mal so eine kleine Episoden-Parte mitzumachen. Ich musste mal schauen, habe auch wieder eins bestellt, aber es war leider kaputt, die Cartridge. Ich musste erst im neuen Jahr nochmal eins bestellen, aber irgendwann werden ja auch die Online-Server abgeschaltet und alles und dann macht das keinen Sinn mehr. Ich will auf jeden Fall davor noch ein paar Runden Mario Kart 7 fahren und doch mal jetzt was mehr tun für Wii U. Es stehen auch so viele Sachen an, bevor die Server endgültig schließen. Deswegen tut vielleicht Animal Crossing New Horizons noch ein bisschen Hintergrund rutschen. Es ist aber sehr weit oben auf meiner To-Do-Liste. Mit klassischen LPs, also mit Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG, was auch am Anfang wollte, das geht einfach deshalb nicht. I'm sorry. Es gibt so viele Let's Player, die diese Games zu zocken. Schaut's da. Ich will in nächster Zeit wirklich meinen Fokus darauf legen, das zu machen, in denen es immer gut war, nämlich mit euch Games zocken und mit euch zu interagieren. Das eben in Form von Livestreams. Was da wirklich die Highlights sind, mich auch groß gemacht habe. Und da will ich einfach weiter ansetzen und weitermachen, weil es erst cool ist. Deswegen will ich das am Mittwoch vor Weihnachten. Das ist der. Jetzt haben wir Sonntag, den 17. Montag ist der 18. Dienstag, der 19. Mittwoch, der 20. 20. müsste es sein, wenn ich alles täusche. Will ich auf jeden Fall einen Weihnachts-Special-Livestream machen, wo ich noch nicht verraten will, ob wir am Ende K.O.-Lieder singen, weil das zu sehr eskalieren wird. Aber ich habe ein paar coole Sachen vor. Ein paar coole Games. Mit euch Community. Darauf kannst du auch mal freuen. So viel will ich mal noch nicht verraten. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.